Leute, und herzlich willkommen zurück bei Mega Man Zero! Yay! Ganz kurz, ich habe jetzt offscreen ein bisschen gelevelt zwischen Episode 1 und 2. Wie ihr sehen könnt, ist mein Buster Shot auf Level 4, Höchststufe, und der Sie selber ist auf Level 5 von 7. Ja, warum habe ich das gemacht? Zum einen, damit ich bessere Attacken habe, wie hier diesen Dreifachschlag. Dann kann ich den Schlag jetzt aufladen und kann das hier machen. Und ich habe den geilen Dreh-Slash, ja. Das ist sehr, sehr praktisch gegen Flug-Enemies, ja. Und man kann hier diese ganz tollen Pirouetten drehen. Dann habe ich hier beim Buster Shot zum einen, kann ich mich schneller aufladen. Er kann schneller schießen und macht ein bisschen mehr Schaden. Aber ich will euch jetzt noch ein bisschen die Basis zeigen, bevor wir die nächste Mission angreifen. Und ich werde euch zeigen, für was Cyberelfen gut sind. Ja, Cyberelfen sind super. Das ist das Büro von Servo, aber wir wollen hier lang gehen. Hier sitzt nämlich ein fauler Sack. Hä? Was nun? Hast du aus deinen Fehlern gelernt und dir nun überlegt, mir Energiekristalle zu geben? Ja, dieser kleine, fiese, menschliche Fettsack. Ja, Mega Man Zero ist das erste Mega Man Spiel, wo man auch mal die Menschen sieht, für die man kämpft. Der will von uns 250 Energiekristalle. Die gebe ich ihm mal. Wirklich? Danke. Vielen Dank. Aber ich habe leider nichts, was ich dir dafür geben könnte. Tut mir leid. Ja. Wie ihr oben rechts seht, habe ich noch 1110, die habe ich auch noch ein bisschen gefarmt. Warum solltet ihr ihm 250 Energiekristalle geben? Ganz einfach, damit ihr hier Zugang zu diesem hinteren Teil habt, hier ist nämlich eine Tür. Und in dieser Tür ist ein Container. In diesem Container ist nämlich eine weitere Cyberelfe. Jawoll! Und bevor ich jetzt vergesse, Energiekristalle sind die Währung des Spiels. Das glaube ich, habe ich auch noch nicht erwähnt. So, was kann ich jetzt mit Energiekristall noch machen? Warum Währung? Man kann ja nichts kaufen. Man kann sich ja keine... wollte ich jetzt finden? Ja, einen Trance Room, natürlich. Man kann sich ja weder Subtanks noch sonst was kaufen. Es gibt ja keinen Mega Man Shop. Das nicht, aber wir können unsere Elfen sogar füttern. Guckt, ich habe hier nämlich eine Cyber-Elfe namens Snoopy und die gibt mir mehr Lebensenergie. Das ist eine Elfe, die kann ich füttern. Und zwar will die 750 Energiekristalle von mir. Vielen Dank! Und nun wächst das gute Stück. Danke, dass du mich gefüttert hast, Zero. Jetzt kann sie nicht mehr gefüttert werden, jetzt ist es rot durchgestrichen. Ich habe noch ein paar andere Cyber-Elfen, hoppala. Auf jeden Fall rüste ich jetzt mal Nuppi aus. Baba, ich kann immer drei ausrüsten. Bin ich schon wieder rausgegangen. Ah, die Taschenbelegung. Ich hätte hier noch jemanden, damit das Klettern einfacher vonstatten geht. Oder dass, wenn ich in ein Loch falle, gerettet werde. Was habe ich hier? Er kann kleinere Gegner stunnen. Das ist aber ziemlich nutzlos. Was hätte ich denn hier noch? Jemand, da kann ich mich heilen lassen und ein bisschen Energie. Diese kleinen Elfen muss man extra auswählen. Die großen Elfen, wo man füttern kann, die geben euch das Zeug nämlich so. Glaube ich zumindest. Beziehungsweise ich muss sie jetzt auswählen. Und es steht schon dort, es erhöht meine maximale Energie. Das machen wir mal. Und mein Lebensenergiebalken. Tada! Ist ein bisschen größer geworden. Ach, warum springe ich jetzt hier rein? Ich will ja zurück zu CL, die nächste Mission machen. Ja, für das farmen wir eigentlich Energiekristalle, damit wir die Cyberelfen füttern können. Und das war jetzt quasi so, als hätte ich im Mega Man X oder Mega Man X zwei Herzcontainer gefunden. Welche Mission? Ja, wir haben jetzt mehrere Missionen zur Auswahl. Wir können jetzt den Zug zerstören, einen Shuttle finden oder wertvolle Daten zurückbringen. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Zugmission. Wir wollen den gegnerischen Zug zerstören, um ihre Versorgungslinie zu unterbrechen. Nach dem Report unserer Aufklärungseinheit, der gegnerische Zug befindet sich an einer alten Landestelle.
Plattform. Die Zeit anzugreifen ist jetzt. Bitte hilf uns, den Zug zu zerstören. Akzeptierst du? Ja, natürlich. Dafür bin ich doch da. So, wir sollen auf uns aufpassen und der Zug befindet sich in einem unterirdischen Versorgungstunnel. Ja, das sollte für uns kein Problem sein, da ein bisschen aufzuräumen. Ihr seht schon, die neue Drehattacke ist wirklich genial. Ich bin trotzdem nicht unverwundbar oder sowas, falls ihr das meint. Nein, ich könnte immer noch sehr einfach getötet werden, wenn ich nicht aufpasse. Aber es ist jetzt viel, viel einfacher, höher gelegene Ziele zu erreichen. Diese Kabel müsst ihr abschneiden. Und mir gefällt das immer so, wenn man so größere Feinde in der Mitte einfach auseinanderschlägt. Das sieht einfach so dermaßen cool aus. So, das kann man ganz abschneiden, sonst schafft ihr den Sprung nicht. Hier oben, glaube ich, gibt es auch noch eine Cyber-Elfe, wenn ich mich täusche. Ja, hier ist der Container. Tada, Cyber-Elfe. Schade, dass man nicht gleich sieht, welche Cyber-Elfe man bekommen hat. Das ist ein bisschen schade. Und es ist Zeit für den Stage-Mittelboss. Das ist dieses komische Teil. Soweit ich weiß, einfach den Schuss aufladen, einmal drauf brezeln und warten, bis er vorne wieder aufmacht. Aua. Oder ihr ladet hier euren Superschlag auf, falls euer Steve selber schon den hohen Level hat. Dann könnt ihr ihm einfach den Wanst wegprügeln. Vorsicht vor diesem Morgenstern, der macht nämlich keinen Schaden. Jetzt habe ich vorbeigehauen. Ah, Zero, Zero, Zero. So wird das nichts. So, meine Nase juckt komischerweise. Verzeihung. Und es gibt wieder eine Cyber-Elfe, ja. Kleinere Cyber-Elfen bekommt ihr von Gegnern. Die großen, guten Cyber-Elfen, die ihre Lebensenergie erweitern, ja, die sind mehr oder weniger ein bisschen versteckt. Hier ist der Zug. Ich überspringe jetzt unten den Text, bla bla bla. In diesem Zug befindet sich eine weitere Cyber-Elfe, die von unserer Hauptbasis gestohlen wurde. Und nachdem der Zug jetzt abfährt, sollen wir uns beeilen und die Elfe retten und wir haben da 3 Minuten Zeit dafür. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Zeitlimits, aber naja, was soll man machen? Gebt mir doch mal alle bitte aus dem Weg, danke. Was ihr hier vielleicht tun solltet oder am besten macht, ist den unteren Weg benutzen, denn oben ist nämlich ziemlich viel los. So, der Kerl ist ein bisschen gefährlich, das solltet ihr warten. Dann ist der auch kein Problem. So, hier geht's wieder hoch. Na. Ah, da ist wieder so einer. Ah, Rakete. Ah! Und wieder eine Cyber-Elfe. Und wir sind schon am Level-Boss, meine Freunde. Und ich rüste jetzt hier mal diesen Blitzchip aus, weil ich glaube, der ist empfindlich dagegen. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall der Boss hier im Zug. Wir sind im Maschinenraum angekommen und ich soll bitte auf mich aufpassen, denn der Boss ist ziemlich lustig. Der macht nämlich ein paar Mal Feuer, Feuer, Feuer. Zweimal. Und jetzt macht er ein langes Feuer. Und jetzt wird es gefährlich. Die Stacheln an der Decke sind Instant-Kill. Also bitte nicht erwischen lassen davon, ja. Ui. Oh, mein Seesaber wurde wieder stärker. Und der Boss ist Geschichte. Ja, was hat mir das Seesaber-Update gebracht? Meine Schläge kann ich jetzt schneller ausführen. Und die Mission war erfolgreich. Vielen Dank, Zero. Die Mission war erfolgreich. Wegen mir. War klar. Ja, sie dankt uns von ganzem Herzen. Und wir nehmen die Cyber-Elfen natürlich mit. Deswegen sind wir gekommen. Und ich habe Rang B Slayer.
Nicht schlecht, oder? Danke, dass du die entführte Cyber-Elfe zurückgebracht hast. Und die gegnerische Versorgungsroute wurde dauerhaft unterbrochen. Vielen Dank, Zero. Wir verdanken alles nur dir. Die Cyber-Elfe, die du gerettet hast, ist immer noch ein Kind. Aber sie ist eine einzigartige Cyber-Elfe und wird eines Tages sonderbare Fähigkeiten erlernen, wenn sie groß wird. Ah, oh. Wir sollen sie mit Liebe und sehr viel Zuneigung aufziehen. Ja, ich fütte sie einfach, bis sie platzt. Wir werden jetzt einfach mal bei CL speichern, wenn ich schon mal hier bin. Daten gespeichert. Was sollen wir jetzt tun? Ja, wir machen noch eine Mission. Und ich würde sagen, wir suchen einen Shuttle. Paar der entführten Reploids. Sind mit einem gekaterten Flugzeug entkommen. Aber dieses Flugzeug ist leider über der Wüste verschwunden. Sie könnten notgelandet sein, irgendwo in der Wüste. Aber noch kein Aufklärungstrupp hat dieses Guards bisher gefunden. Sie haben ein paar Probleme, denn in diesem Gebiet gibt es haufenweise Gegner. Ja, natürlich gehen wir in das Gebiet. Ich habe sonst nichts zu tun. Mission Start. Ah, ich mache mir Sorgen um die verschwundenen Leute. Sie würde gerne hier rausgehen und suchen, aber die Wüste hat leider zu viele Gegner für ihren Geschmack. Da ist sie nicht. Was wollte ich sagen? Eine tapfere Soldatin? Ich habe gerade wieder eine Cyber-Elfe bekommen, glaube ich. Hier auf den Panzer kann man raufspringen. Bringt zwar nicht viel, aber es geht. So, am besten ihr macht diese komischen Bärenfallen jetzt schon kaputt. Der mit denen hat es noch was auf sich. Ihr macht es euch nämlich so um einiges einfacher. Glaubt mir. Es heißt immer, die Wüste steckt voller Gefahren, aber diese Wüste nicht, denn hier ist eigentlich nicht viel los, außer ein paar Reploid oder Maverick Arsgeier und ein paar Wüstenschlangen. Die Eier kotzen, glaube ich zumindest. Ich glaube, dass Eier sind, ich bin mir nicht sicher. Cyber-Elfe! Ja, das machen wir alles kaputt. Au. Das war jetzt schlecht von mir. Meine ich das oder war da oben noch was? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt komme ich auf jeden Fall nicht mehr hin. Jetzt halt. Ach, die Dinger sind wieder da. Das ist schlecht. Ich komme da nicht rüber von hier. Ist ja auch egal. Wir gehen einfach mal nach links weiter. Wird schon klappen, irgendwie. Oh, Lebensenergie, Gott sei Dank. Ja, diese Steinschlangen sind doch ein bisschen gefährlich. Hier gibt es nochmal Lebensenergie. Falls ihr das irgendwie brauchen könntet. Aua. Große Lebensenergie. Auch sehr praktisch. Und wir sind an einer Windhose angelangt. Die ist nicht schwer. Die haben wir einfach platt. Warum hast du jetzt nicht geschlagen, Zero? Und nochmal eine Windhose. Ah, jetzt springe ich hier rein, ich Idiot. Das ist ja auch nicht so schlimm, denn wir sind am Boss. Mein Name ist Anubis Necromancer der Dritte. Ich arbeite für Fenrir, einer der vier Wächter. Ich bin der König der Zerstörung und der Herrscher über diese Wüste. Die Reploids, die du suchst, sind tief in der Wüste.
Wenn du es wünschst, sie zu retten, musst du mich erst einmal besiegen. En garde! Ja, ein Anubis Maverick. Aua. Ah. Würde ich jetzt noch treffen, wäre das super. Der macht eigentlich nicht viel. Er wirft eigentlich nur seinen Stab und taucht dann an einer anderen Stelle wieder auf und beschwört mal ein paar Zombies. Warum stelle ich mich gerade an wie der erste Mensch? Das weiß ich auch nicht. Okay, man mache es ohne aufgeladenen Schuss. Wenn er verschwindet, macht er so Sandsäulen. Hoppala. Die sind eigentlich ziemlich einfach auszuweichen. Was ein bisschen schwerer auszuweichen ist, ist ein blöder Stab. Jetzt bin ich tot, wahrscheinlich auch noch. Ja. Ja, selbst mit mehr Lebensenergie ist es nicht ganz so einfach. Nein, nicht ganz einfach. Ich habe noch 2 Versuche. Dann heißt es Game Over. So, fange ich wieder an, direkt bei ihm. Ja, mein Name ist Anubis, Necromancer ist der Dritte, die Wüste gehört mir, ich bin der Herr der Toten, bla bla bla. Ich habe spitze Ohren. So, einmal treffen, wegspringen, dann taucht er hier auf, nochmal treffen, am besten gleich nochmal. Ab und zu schwebt er auch mal auf die andere Seite. Und hier ist dieser Drehschlag sehr, sehr praktisch, ja. So, wird die Sandsäule einfach dagegen springen und wieder weg. Seine komischen Mumienfreunde einfach mal aus Kleinholz verarbeiten. Zack, dann verschwindet er wieder, dann kommen wieder diese Sandsäulen. Immer an verschiedenen Positionen natürlich. Ups. Gell, Anubis? So, jetzt macht er wieder seinen komischen Stabtrick, taucht hier auf und verschwindet wieder im Sand. Und mehr macht der Gute eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich der ganze Bosskampf. Ihr müsst nur aufpassen, dass er euch nicht oft genug trifft, ja? Ja, wenn ihr den Sprungdrehschlag habt wie ich, nachdem ihr den Sea Saber ein bisschen gelevelt habt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ihr braucht nicht unbedingt mehr Lebensenergie. Denn so hart ist der Kerl nicht. Guckt, in der Mitte ganz sauber durchgeschnitten, ja? Windstückproben mit der Probenmaschine. Wunderschön. Und es gibt eine Cyberelfe. Und hier ist das Schiff, das wir suchen. Hey, bist du in Ordnung? Ich bin okay. Du bist gekommen, um mich zu retten. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Kannst du gehen? Ja, wie er lacht. Ich helfe dir, zurück in die Basis zu kommen. Folge mir. Gott sei Dank. Es gibt einen Überlebenden. Vielen Dank, Zero. Ich habe einen... Ja, wir müssen jetzt ihn wieder zurückbringen zum Anfang vom Level. Da wartet ein Medic auf ihn. Ein Sanitäter. Und wir müssen den jetzt wirklich zurück... begleiten. Er darf nicht aus dem Bild verschwinden, ja, sonst bleibt er einfach so stehen. Und deswegen habe ich gesagt, haut die Bären fallen lieber gleich weg, aber die spawnen ja wieder, das habe ich vergessen. Warum grinst du immer so komisch, wenn es sich hinknickt? Und ja, der Typ kann angegriffen werden von Gegnern. Da solltet ihr aufpassen. Komm mit. Vielen Dank. Ja, ist okay. Geh einfach mit. Ja, geh mit. Du bist okay, ich weiß. Diese komischen Eier, die diese Schlangen spucken, könnt ihr einfach mit eurem Sea Saber zu klein als verarbeiten. Das ist kein Problem. Einfach durchschlagen. Damit euer neuer Freund und Helfer hier nicht erwischt wird von dem ganzen Zeug. So, wir sollten jetzt eigentlich gleich wieder draußen sein aus dem Ganzen. Das habe ich jetzt nicht mehr erwischt. So, die Lebensenergie nehme ich noch mit.
Ist auch blöd, dass man nicht einfach vorlaufen kann und das ganze Gebiet säubern. Nö, der Kerl muss immer im Bild bleiben. Das ist ein bisschen nervig. Blöder Vogel. Geh mir aus den Haaren! Aber wir sind ja eh gleich. Ich kann jetzt nicht sagen am Ende vom Level, sondern am Anfang vom Level, weil wir gehen ja zurück. Zack. Gut. Man würde meinen, nachdem der Anubis-Typ tot ist, dass die Gegner verschwinden, aber nein, sind immer noch quicklebendig. Ach, Gott sei Dank, ich bin gerettet. Zero hat einen Überlebenden zurückgebracht. Schnell, bringt ihn zum Sanitäter. Da wird er abgeführt, ja. Eiskalt. Ich bin froh, dass wir ihn retten konnten. Vielen Dank, Zero. Ihr müsst mal mitzählen, wie oft CL das Wort Zero in den Mund nimmt, ja. Zählt mal mit, das ganze Let's Play. Und ein weiterer Kamerad wurde dank dir gerettet. Vielen Dank. Nach seinem Report zu urteilen, plant der Feind eine Großoffensive gegen unsere Basis. Wenn das passiert, brauchen wir wieder deine Hilfe. Wir schätzen sehr deine weitere Unterstützung, Zero. Ja, wir gehen jetzt nochmal zum Speichern. Boah, ich bin schon 51 Minuten. Heilige Banane. Nee, ist schon mehr als 51, oder? 59 Minuten, oh mein Gott. Ja, liebe Leute, das waren jetzt drei Missionen von... Also zwei Missionen in dieser Folge. Von Mega Man Zero. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich wedel noch ein bisschen mit meinem Haar umher. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's Play Mega Man Zero. Bis dann, Leute, und wie immer, so long!